Ja, das Moment, was wir bestimmt haben, ist, was maßgebend war, waren die 935,2 kN. Also MEDS 935,2 kN. Gut, μdS ist gleich MEDS durch Beffektiv mal D Quadrat mal FCD. Ja, Unterschied zu dem, was wir bisher gemacht haben, wir haben immer BW bisher eingesetzt. Warum kann ich jetzt einfach Beffektiv einsetzen? Ich zeichne den Plattenbeinquerschnitt nochmal hier hin. Wir haben jetzt gerade, oder wir treffen die Annahme, dass die Nulllinie hier in der Platte liegt. Dass also das hier unter Druck steht und der Rest des Bauteils hier drunter, also das im Grenzstand der Tragfähigkeit gerissen ist. Wenn dieser Teil, den ich jetzt hier so blau schraffiere, wenn der nicht mitträgt, weil vom Beton trägt ja nur die Druckzone bei der Biegemessung, dann interessiert mich die Form da unten drunter doch gar nicht. Ja? Das heißt, wir sehen für die Biegemessung im Prinzip den blau schraffierten Bereich nicht. Das heißt, die Druckzone ist rechteckig und deswegen kann ich auch mit der Breite B-Effektiv das Ganze bemessen. Ja? Also es macht hier keinen Unterschied, wie der Querschnitt in der Zugzone gegliedert ist. Mich interessiert nur die Druckzone. Deswegen hier Beffektiv. Okay, können wir dann rechnen. μdS. Unser Moment in Meganewton, 0,9352. Das Beffektiv, das haben wir gerade gerechnet, das war Beffektiv Red mit 1,33 m. Also 1,33 m mal unsere statische Höhe, auch die haben wir berechnet. Mit 55,3 cm. Also 0,553 zum Quadrat. Das FCD rechnen wir auch eben. Das sind 0,85 mal FCK. Wir haben ein C20, also 20 durch 1,5. Kommt raus 0,2029. Das FCD, das brauchen wir gleich nochmal. Deswegen schreibe ich das Ergebnis einmal hin. Das sind 11,3. So, damit gehen wir jetzt in die Omega-Tafeln im Skript auf Seite 43. Und dann sehen wir können ja neben dem Omega und dem Z zu D, was wir schon ausgelesen haben, auch das X zu D auslesen. Und das ist jetzt hier für uns relativ interessant, weil wir wollen ja herausfinden, ist die Nulllinie überhaupt in der Platte. Ja? Das heißt, wir müssen hier interpolieren zwischen 0,2 und 0,21. Und das nicht nur zwischen den Werten für den Omega-Wert und den Z zu D-Wert, sondern wir müssen auch das X zu D auslesen, was zwischen 0,28 und 0,296 liegt. Okay, also das machen wir jetzt. Wir werden jetzt für alle drei das interpolieren. Also fangen wir mit dem x zu d an. 0,28 plus 0,296 minus 0,28. Und wir können die 2,0 wieder durchstreichen. Dann bleibt 0,29 übrig. Ja. Das brauchen wir zum Interpolieren und wir kriegen raus 0,285. Und damit rechnen wir x aus. Ist also einfach die 0,285 mal die statische Höhe von 55,3 cm. Kommen wir auf 15,8 cm. Das ist kleiner als die Höhe der Platte von 18 cm. Und damit liegt die Nulllinie in der Platte. Ja, die Annahme war also korrekt. Wir können die Biegemessung so weiterführen, wie wir es bisher gemacht haben. Dann Omega interpolieren zwischen 0,2263 und 0,2395. Kommt raus. 0,29. Kommt raus. 0,2301. Ja, dann noch das Z zu D.
interpolieren zwischen 0,884 und 0,877. Kommt raus 0,882 und damit ein Set von 0,882 mal D 55,3, also 48,8 cm. Ja, den Hebelarm der inneren Kräfte, den brauchen wir später noch für die Mindestbewegung. Okay, dann können wir jetzt AS erforderlich bestimmen. Das ist 1 durch Sigma SD, oder wir nehmen ja immer FYD, mal Omega 1 mal B effektiv mal D mal FCD. Ja? Also 1 durch 435, Omega 0,2301, B effektiv sind 1,33, Startschön 0,553 und FCD sind 11,3. Das Ganze mal 10 hoch 4, 44,1 Quadratzentimeter als erforderliche Bewehrung infolge Biegemessung. Gut, jetzt kommen wir zur Mindestbewehrung. Mindestbewehrung, AS min, ist das Rissmoment durch FYK mal Z. Das Rissmoment berechnen wir mit FCTM mal den Widerstandsmoment. Und beim Rechteckquerschnitt war es einfach so, dass wir gesagt haben, Widerstandsmoment B mal H Quadrat Sechstel, das funktioniert hier jetzt nicht. Das Widerstandsmoment hier ist unser Flächenträgheitsmoment des Betons durch den Schwerpunkt von unten. Ja, ZS unten. Warum unten? Weil das Bauteil reißt ja am unteren Querschnittsrand und nicht am oberen. Ja? Okay, also dann kommen wir jetzt erstmal zur Ermittlung des Trägheitsmomentes. Dafür skizziere ich nochmal den Querschnitt, aber nur mit der Breite B effektiv, weil wir nur diese Breite ansetzen. Also 1,33 Meter, das ist das, was wir hier zur Ermittlung ansetzen. Stegbreite 35, Höhe 18,46, Gesamthöhe 64. So, und der Querschnitt, wir wollen nach unten messen, das heißt, wir beginnen hier mit Z, ja, von unten, weil das Bauteil am unteren Querschnittsrand aufreißt. Ja, reißt am unteren Bauteilrand. Wenn das Bauteil oben reißen würde, würde uns der Abstand zur oberen Kante interessieren. Okay, was wir brauchen, sind die Teilschwerpunkte, also vom Steg. Ich mache mal Folgendes, und zwar teile ich das hier auf in den Steg und in die Platte. Die Schwerpunkte liegen also jeweils hier in der Mitte, also einmal bei 18,5 bei der Platte und einmal bei 46,5 beim Rechteckquerschnitt. Und wir beziehen das immer auf den unteren Bauteilrand und damit rechnen wir jetzt das ZS unten aus. ZSU. Fläche 1,33 mal 0,18 von der Platte. Abstand zum unteren Bauteilrand sind 9 cm. Das ist die Hälfte von der Plattendicke. Plus die 46. Dann Fläche des Rechteckquerschnitts unten. 46 mal 35 mal 23. Das ist die Hälfte von dem Steg. Querschnitt. Ja. Und das teilen wir durch die Fläche, also 1,33 mal 18 plus 46 mal 35. Kommt raus 0,4213 als Gesamtschwerpunkt. Zeichnen wir den Gesamtschwerpunkt mal ein.
Der Gesamtschwerpunkt liegt also ungefähr hier. Das ist das ZSU, was wir jetzt bestimmt haben. Ja. Okay, dann rechnen wir IC, also unser Flächenträgermoment. Das ist erstmal Summe des Eigenflächenträgermoments, also B mal H hoch 3 Zwölftel für die beiden Einzelstücke. Und dann kommt noch die Summe der Fläche ACI mal ZSI Quadrat dazu. Das hier ist nichts anderes als der Steineranteil, den Sie schon kennen. Und ZSI ist der Abstand der Teilschwerpunkte zum Gesamtschwerpunkt. Gut, das heißt, IC ist hier B 0,35 mal H 0,46 hoch 3 durch 12 plus B 1,33 mal H 0,18 hoch 3 durch 12 plus, jetzt kommen die Flächen, 0,46 mal 0,35 mal Gesamtschwerpunkt bei 0,4213 minus Teilschwerpunkt, der liegt bei 0,23 von unten entfernt, zum Quadrat plus Fläche oben 1,33 mal 0,18 mal Gesamtschwerpunkt minus Teilschwerpunkt, der liegt hier bei 0,46 plus 0,09, also bei 0,55. Das ist auch nicht schlimm, dass das negativ ist, weil wir quadrieren ja. Ja, das heißt, das Vorzeichen in der Klammer ist egal. Kommt raus 0,01334 Meter hoch 4. Gut, das ist unser Flächenträgermoment. Wir haben gesehen, wie wir das Widerstandsmoment daraus berechnen. WC für den unteren Bauteilrand ist dann einfach unser Flächenträgermoment 0,01334 durch den Schwerpunkt ZSU von 0,4213 sind also 0,03166 Meter hoch 3. Okay, damit können wir jetzt unser AS-Min berechnen, ne? Bis Moment FCTM mal WC. Das FCTM ist 2,2, das können wir aus der Tafel auslesen. Also 2,2 mal B 0,03166. Durch FYK mal Z. FYK ist 500 und unser Z, das haben wir hier oben mit 48,8 cm bestimmt. Also durch 500 mal FYK 0,488. Dann mal 10 hoch 4 zum Umrechnen, kommen wir auf 2,85 Quadratzentimeter und das ist kleiner als AS1 erforderlich von 44. Quadratzentimeter. Also nicht maßgebend. Ja, wir wollen gerne Durchmesser 28 wählen. Gehen wir mal einmal ins Skript, Seite 52. Da sehen wir auch nochmal das FCTM, was wir gerade ausgelesen haben, für ein C2025 von 2,2. Und wenn wir jetzt gucken, wir haben eine Balkenbreite von 35, Durchmesser 28 dürfen wir maximal 5 legen. Ja, deswegen wählen wir auch erstmal 5 Durchmesser 28. Ja, das sind 30,79 Quadratzentimeter. Gehen wir mal erstmal zurück zu dem Beispiel. Also Wahl der Bewährung. Balkenbreite 35 cm. 5 Durchmesser 28 zulässig. Das heißt, diese 30,79 Quadratzentimeter reichen aber nicht aus. Ja, das heißt, wir wählen für die erste Lage
5 Durchmesser 28. Das sind 30,79 Quadratzentimeter. Jetzt brauchen wir noch zusätzlich 13,5 Quadratzentimeter ungefähr. Und da haben wir uns jetzt entschieden, für die zweite Lage Durchmesser 25 zu wählen. Muss man aber nicht. Quatsch. Durchmesser 25 zu wählen. Und das drei Stück. Dann kommen wir auf 14,73 Quadratzentimeter. Also in der zweiten Lage 3 Durchmesser 25, AS1 14,73 Quadratzentimeter. Und damit haben wir ein AS1 vorhanden von 45,52 Quadratzentimeter. Okay, wie sieht das Ganze dann aus, wenn wir das skizzieren? Nur das untere Stück vom Bauteil skizzieren wir mal. Also hier ist der Bügel. Und dann liegen unten erstmal 5 Durchmesser 28. Und mit einem Abstand darüber liegen 3 Durchmesser 25. Das ist die Biegebewehrung, die wir hier einlegen müssen. Ja. Okay, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz als Wiederholung. Mal schauen, was hat sich denn im Vergleich zu einem Rechteckquerschnitt verändert? Also der Anfang war komplett gleich. Das, was sich ändert, wir bestimmen zum einen ein B-Effektiv. Ja. Also wir müssen eine mitwirkende Breite bestimmen. Das ist anders. Formeln haben wir hier gesehen. Dann setzen wir auch bei μ der S dieses B-Effektiv ein. Und genauso setzen wir beim AS1 dieses B-Effektiv ein. Dann kontrollieren wir noch, liegt die Druckzone, also liegt das X in der Platte oder nicht. Das haben wir auch noch gemacht, das hatten wir im Rechteckquerschnitt auch nie. Und bei der Mindestbewehrung, da können wir das Widerstandsmoment leider nicht so leicht bestimmen, wie wir es sonst kennen, sondern wir müssen hier das Flächenträgheitsmoment bestimmen und unseren Schwerpunkt zum unteren Bauteilrand, das haben wir hier gesehen, ne? Unser ZSU und IC, wie wir das bestimmen, haben wir hier gesehen. Das sind jetzt so die wesentlichen Unterschiede zu einer Bemessung mit einem Rechteckquerschnitt.